Hallo und recht herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Folge und zwar zum Gas Station Simulator, dem Tankstellensimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir ordentlich Gas gegeben und werden auch heute wieder hier in der Werkstatt. Huch. Was? Er will nicht. Mann, du bist von der anderen Seite ranlaufen. Auf jeden Fall auch wieder Gas geben, denn ihr habt viele Tipps und Tricks geschrieben. Wieso macht er das jetzt nicht? Wir müssen erst den Kratzer beseitigen, oder was? Das ist aber blöd. Ah, ne, jetzt geht's. Okay. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Das heißt, wir werden da auch weiter reinsuchten. So, die Kratzer. Wir müssen mal drüben die Lieferung beispielsweise mal annehmen. Das heißt, hier bekommen wir auf jeden Fall wieder viele, viele Reifen. Hör auf zu hupen, Mann! Alter, die Leute hier, ne? Absolut crazy. So, größere Lieferungen, die wir jetzt hier haben. Und schauen wir da mal rein. Oh, ja, der bringt uns die Reifen. Jede Menge Reifen. Wir haben jetzt wieder fast 1000 Euro auf dem Konto. Ja, der Loot. So, that's all, Dude, sagt er eigentlich immer. Wir könnten hier auch ein bisschen auf der Gitarre rumklimpern. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Das Personal ist fast komplett erschöpft. Bedeutet, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben hier. Und werden mal schauen, dass wir die Aufträge absolvieren. Oh, die müssen wir noch fix hochbocken. Weil das Geld wollen wir auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Und wir können neue Teile bestellen. So, ich werde jetzt hier mal die ganzen Reifen einräumen. Guck mal, da haben wir einiges auf Lager. Ich würde auch gleich sagen, dass wir noch mehr Reifen bestellen, weil Reifen brauchen wir immer, ne? Also Reifen sind immer sehr, sehr beliebt. Und da müssen wir auf jeden Fall jede Menge an neuen Stuff auch halt mit reinbringen, ne? Zack, zack. So, weitere Reifen. Bekommen sie hier. Ich würde auch sagen, ich bestelle gleich nochmal eine Lieferung Reifen, weil die waren echt günstig, ne? Die waren echt günstig. Müssen natürlich auch die anderen Sachen immer bestellen. Aber Reifen, habt ihr gesagt, kann man nie genug haben. Und wir haben, guck mal, wir haben schon wieder 1159 Euro. Das ist jede Menge an Geld, ne? So, jetzt müssen wir hier nochmal. Das hier auch noch. Einmal nachfüllen. Ich würde sagen, ich mache noch den Auftrag. Oh, oh, die Kasse ist nicht mehr besetzt. Und getankt wird gleich auch nicht mehr. Das bedeutet, wir haben wieder ein bisschen Stress. Ist aber nicht schlimm. So, warte mal. Das haben wir, das haben wir. Da müssen wir Ölwechsel machen bei dem. Und dann machen wir das auch nochmal. Sehr gut. Und Zündkerze wechseln. Also einmal das Rundum-Sorglos-Paket hier. Zack. Rinder. Einmal das Ganze jetzt hier lösen. Dann eine neue reinsetzen. Und dann können wir auch quasi da direkt weitermachen. Die ruhen sich jetzt auch schon wieder aus, unser Personal. Das heißt, die Tankstelle verdreckt. Und es wird mal wieder aussehen wie bei Hulle. Oh, die Kasse, nein. Da stapeln sich die Leute schon wieder. So, was haben wir noch hier zu tun? Und ein Kratzer an der Tür, ne? Das machen wir eben auch noch fix. Wo haben wir denn die Kratzer? Die Türkratzer? Die Tür war es, ne? So, den machen wir auch nochmal fix fertig. Och, an der Kasse stehen auch wieder Leute. Leute am Kraftstoff. Also da haben wir auf jeden Fall wieder richtig viel zu tun. So. Werden auch gleich unser Personal dann gleich mal ausbezahlen. Der ist fertig. Sehr schön. Ich würde jetzt einfach nochmal Reifen bestellen, weil ich glaube, die Reifen sind immer noch günstig, ne? Jo. Wir haben insgesamt 1900 Euro auf dem Konto. Jetzt einfach nochmal hier welche bestellen. Motorenöl haben wir, glaube ich, noch genug. Batterien, Zündkerzen. Oh, Zündkerzen sind auch günstig. Und die bestellen wir beim nächsten Mal. Ich werde jetzt erstmal die ganzen Kunden hier versorgen. Wir haben immer noch 800 Euro, ne? Also wir werden mittlerweile richtig reich werden hier. Müssen gleich natürlich auch wieder unser Personal ausbezahlen. Der Loot. So, was sagt der? Die Füllung. Ach, guck mal, ja noch 500 Liter. Hier. Mahlzeit. Ich grüße Sie. So, jetzt werden wir erstmal unser Personal einmal ausbezahlen. Dankeschön. Der George hier, der aus dem Dschungel kam, der kann einfach mal die Tankstelle reinigen. Viel Spaß damit. Wir werden jetzt ein bisschen abkassieren. Und werden die Kunden hier natürlich auch versorgen. Dankeschön. Und ich hoffe, dass die Leute schnell wieder sich erholen, sodass wir die natürlich dann auch wieder einsetzen können. Ne? Das ist natürlich auch immer wichtig. Wir haben jetzt noch einen Kunden in der Werkstatt. Gegen Abend wird es meistens immer ein bisschen ruhiger. Dafür ein bisschen mehr Trouble hier an der Kasse.
Und ja, werden dann auf jeden Fall gucken, dass wir unser Lager Stück für Stück erweitern. Zündkerzen bestellen, dies, das. Und jede Menge andere Sachen noch dann auch machen. Da sehen wir gerade George, ne, der ein bisschen quasi dann dafür sorgt, dass es da auch ja, Schritt für Schritt so ein bisschen vorangeht. Sehr schön. Tippitoppi. So. 6 Kunden an der Kasse. Also der Zuspruch von den Kunden ist sehr groß. Wir haben auch Kunden am Kraftstoff. Den machen wir mal eben fix. Kunden in der Werkstatt 2. Den einen müssen wir gleich hochbocken. Das machen wir auch nochmal fix. Damit wir da auch wieder mit dabei sind. Super. Wir warten auf die Bestellung des Kunden. Wer kommt noch jetzt hier? So, den bocken wir mal hoch. Den einen müssen wir drüben ranlassen. Und schauen wir mal hier weiter. Junge Dame, warten Sie. Ich bin gleich bei Ihnen. Hier muss ich mal den Kollegen reinlassen, denn der hat wieder frische Reifen für uns. Und ich hoffe, dass die Kollegen gleich hier alle ready sind. Oh Mann, das ist richtig, richtig Rambazamba hier. Ne, große Lieferung an Autoteilen. Ne? So, weitere Reifen. Wir werden dann, denke ich mal, gleich noch die anderen Sachen alle voll machen. That'll do it, ne? So, sehr schön. Komm, hau ab. Gib Gas. Und da werden wir einfach mal weiterschauen hier. Kraftstoff haben wir da, Leute. Wir haben Leute an der Kasse. Wir haben 2 Leute in der Werkstatt. Oder 2 Kunden, besser gesagt. Und werden da jetzt auch einfach mal rüberlaufen. So. Ah, das Personal ist gleich wieder ready. Guck mal, hier haben wir einen. Den können wir jetzt auch nochmal fertig machen. Sehr schön. Jetzt gehen wir wieder zurück an die Kasse. Sieht schon wieder aus wie bei Hulle hier. So, den einmal abkassieren hier. Das bringt natürlich auch viel Geld. Und mit dem Darlehen, was wir in der letzten Folge hatten, das hat man ja so schnell abbezahlt. Das ist echt der Wahnsinn, ne? Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Und unser Personal ist auch gleich wieder fit. Bedeutet, die können wir auch gleich wieder einsetzen. Was ich persönlich dann wieder gut finde, weil da kann ich mich wieder, ja, der Werkstatt nein, widmen. Verdammt. So, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie. Zack, zack. Das war's, ja, komm, geh weiter. Keine Zeit. So. That's it. That's it. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schönen Tag. So, die sind gleich fertig mit Ausruhen. Ihr seht schon oben, die sind gleich wieder fit. Dann werden die wieder auch gehighlightet, sodass wir die auch einsetzen können. Jo, schönen Tag noch. Kraftstoff machen wir gleich auch noch. So, ich gucke jetzt erstmal, dass ich hier die Kunden einmal abkassiere. Nein. Mann! Oh, Baby! So. Wir tanken noch mal eben fix hier. Sehr gut. Und weiter geht's. So. Ach. Leute, die Schweißperlen auf der Stirn hier, ne? Also, wenn man alles alleine macht, ist es sehr, sehr tricky. Ich würde sagen, wir machen mal wieder hier das Personal, spreche. Aufgabenliste Kasse, die gute Dame, Aufgabenliste tanken, der gute Mann, Aufgabenliste reinigen und der Aufgabenliste reinigen. So, wir haben wieder alles koordiniert. Ich weiß gar nicht, müssen wir hier mal wieder ein paar Sachen auffüllen. So, Auffüller gibt es gar nicht, ne? Also so Sachen auffüllen und so weiter, machen die gar nicht. Warum auch immer. Ich verstehe es manchmal nicht. Haben wir da noch Sachen? Nee. Haben wir da noch Sachen? Nee. Da noch? Nö. Können wir hier noch Sachen auffüllen? Nein. Brillen auffüllen? Ja, komm. Hier noch? Nein. Da noch? Nö. So, wir gehen zurück in unsere Werkstatt. Das heißt, unser Personal kümmert sich wieder drum. Wir haben hier noch einmal die Kühlflüssigkeit. Oh, da werden wir jetzt gleich auch Sachen bestellen. Was mache ich jetzt gleich mal, wenn wir den hier fertig haben? Und da noch einen Reifen wechseln, ne? Das machen wir auch noch. Schauen wir einfach mal. So, einen Reifen haben wir noch. Wir können die Reifen jetzt hier auch wieder einsortieren. Guck mal, da haben wir richtig viel, ne? Richtig viel an Reifen. Und das bringt uns dann richtig viel Geld. Ne, ihr habt noch geschrieben, irgendwas mit 60.000 Euro teilweise habt ihr. Das ist schon ordentlich, würde ich sagen. So, dann bestellen wir gleich noch mal ein bisschen was. Wir werden gleich mal gucken, dass wir
Autoteile bestellen, ne? Reifen. Ah, sind schon wieder teurer. Kratzer, Autospiegel, nein. Motorenöl. Da können wir gleich mal direkt so 20 Stück bestellen. Batterien. Auch. Auch mal 20 Stück. Zündkerzen. Oh, auch sehr günstig. Also viel Geld haben wir jetzt wieder nicht, ne? Mann. Müssen wir noch ein bisschen warten, bis die Kollegen jetzt gleich hier fertig sind. Dass wir auf 1,6 kommen, ne? Was mit Kühlmittel? Kühlmittel ist auch im Angebot. Da müssen wir noch warten, dass sie ein bisschen tanken. Wir brauchen noch 679 Euro. Und Kühlmittel können wir dann später nochmal bestellen, würde ich sagen. Komm. Macht voll hier, Jungs und Mädels. Gebt Gas. Wir wollen das alles bestellen hier. Aber da haben wir schon richtig ordentlich. Boah, das Geld kommt jetzt nicht rein hier. Komm, wir machen das gleich nochmal. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Auftrag fertig. Hier ist Zündkerze wechseln und Reifen. Und dann können wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir den hier fertig haben, dann richtig bestellen. Von allen 20 Artikel oder so, ne? Schauen wir gleich mal. Sehr gut. Tippitoppi. Sehr schön. So, komm. Schraub das wieder fest. Dann haben wir auch den Reifen hier, den wir noch wechseln müssen. Und dann hätten wir, glaube ich, das nötige Kleingeld zusammen, um dann hier wieder richtig zu bestellen. So, ein Reifen war es, ne? Reifen haben wir auf jeden Fall auch genug. Ich glaube, ich hätte noch ein paar Reifen mehr bestellen sollen. Aber so langsam nährt sich das Eichhörnchen hier. Und wir bekommen immer mehr Einnahmen rein, ne? So, jetzt komm weg. Incredible. Natürlich ist es incredible. So, die ist auch wieder da. Hochbocken, dankeschön. So, wir haben 1700. So, jetzt geht's los hier mit den Autoteilen. Also, wir brauchen Motorenöl. Was habe ich gesagt? 20, ne? Erstmal direkt bestellen hier. 20. Batterien. Auch 20. Zündkerzen. Auch günstig. Auch 20. Oh, jetzt haben wir 1600 noch was. Und Kühlmittel könnten wir auch noch bestellen. Wie viel können wir davon bestellen? 1858 haben wir, ne? 69. Komm. Bam. Riesenbestellung auf jeden Fall, die wir jetzt hier haben. Hier können wir jetzt zwei Reifen wechseln. Sehr schön. Zack. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das so ein bisschen verteilen hier. Personal ist immer noch fleißig am Arbeiten. Klar, ne? Unser Kontostand ist jetzt natürlich sehr gering. Aber wir haben jede Menge an Artikel. Und können darauf dann auch aufbauen. Ne? Klar, im Laden müssen wir natürlich auch immer ab und an mal wieder ein paar Teile bestellen und so weiter. Das passt dann auch schon ganz gut. Aber ich denke, dass wir in der heutigen Folge hier noch den Spaß alles einräumen können. So, was brauchen wir hier noch? Oh, einmal Türkratzer. Die haben wir, glaube ich, auch wieder bestellt, ne? Ich guck mal gleich. Andere Seite. Sehr gut. Und je mehr die Leute hier gemacht haben wollen, desto mehr Geld verdienen wir auch, ne? So. Oh, ja. Batteriewechsel haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Die haben wir jetzt auch wieder bestellt. Komm ran da. Ich würde sagen, wir machen die Person jetzt mal fertig. So, dann brauchen wir Kühlmittel. Da haben wir auch jede Menge. Die Lieferung ist auch schon da, sehe ich gerade. So, Kühlmittel nachfüllen. Da können wir das andere Auto auch gleich hochbocken. Wir bekommen dann richtig viel Geld hier. Werkstatt haben wir zwei Leute, das ist auch richtig. Hiroki macht es nochmal ein bisschen sauber hier. Und wir brauchen noch Öl, ne? Öl und Spiegel. Einmal Öl nachfüllen. Der Spiegel geht auch relativ fix. Ach. So, Spiegel hatten wir hier, ne? Ich glaube aber, die Spiegel gehen uns langsam wieder aus. So. Zack. Sehr schön. Guck mal, 565 Euro. Ist jede Menge an Knete, die wir haben. Wir haben jetzt schon wieder 1000 Euro. Und die Taktik mit der Werkstatt ist auf jeden Fall sehr gut. Vielen lieben Dank auch nochmal da für den Hinweis. So,
Komm rein hier. Ja, jede Menge Bestellungen, die wir hier haben, die wir auch tätigen müssen. So, das haben wir jetzt hier gemacht. Der Kollege kann wieder abdampfen. Dann räumen wir den ganzen Spaß noch einmal ein. Ja, das sollte genügen, genau. Personal ist auch noch richtig am Arbeiten. Das finde ich persönlich auch nochmal gut. Schade, dass wir das Personal nicht noch weiter erweitern könnten. Da könnten wir mit zwei Schichten arbeiten. Einmal Früh- und Mittagsschicht. Vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal durch den DLC. Die Waschanlage, das ist ein UFO-Landeplatz, habt ihr irgendwann mal geschrieben. Könnte auch durchaus möglich sein. Wir räumen jetzt gleich den ganzen Spaß nochmal ein hier. So, wir haben hier Türkratzer und Zündkerzen. Ne? Wir machen erstmal die Zündkerzen. Das war hier. Zack. Das heißt, den Auftrag machen wir jetzt nochmal fertig. Und wir haben schon wieder 1000 Euro, ne? Und da werden wir dann nochmal was bestellen, dass wir das Lager richtig voll machen. So, komm rein hier. Einmal festmachen. So, da muss die Abdeckung gleich wieder drauf. Sehr schön. Ansonsten war hier nichts, ne? Ne, Türkratzer. Und Spiegel auch. Nee, Spiegel war es nicht, ne? Aber die Türkratzer jetzt hier. Da haben wir noch reichlich welche. So, aber die Autos sehen halt auch immer aus wie Hulle, ne? Lackiererei wäre natürlich noch geil, wenn wir die auch noch hätten. Oder eben halt so karosseriebaumäßig, ne? Das wäre halt auch noch ein cooles Feature, was, denke ich, auch sehr gut ankommen würde. So, machen wir den nochmal fertig hier. Sehr schön. So. Das heißt, den haben wir auch fertig. Wir können jetzt hier noch ein paar Sachen einräumen. Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den Kram hier hinräumen. Der fährt los. Den blocken wir nochmal hoch hier. Und dann räumen wir die ganzen Sachen mal ein. Platzieren. Ich würde sagen 5. Auf der anderen Seite haben wir halt, haben wir da auch noch so ein Lager? Ich glaube schon, ne? Place all. Sehr gut. Wir haben die Sachen nicht bestellt. Hier haben wir Zündkerzen. Da können wir mal 10 platzieren. Auf der anderen Seite auch nochmal 10. Nein, ich wollte es eigentlich so machen. Place all. Hier haben wir noch nichts. Die Scratcher. Spiegel haben wir auch hier keine. Wir haben hier, glaube ich, Öl. 5, 10. Hier können wir auch nochmal vollräumen. Was haben wir denn noch bestellt? Ich glaube, Batterien hatten wir noch, ne? 10. Da auch nochmal 10. Und ansonsten, glaube ich, sind wir dann hiermit soweit durch für heute. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Schreibt doch gerne einen Kommentar dazu. Und dann sage ich mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.